Waschritual am Abend, wo man eben sich mal schneuzt oder so oder mal husten muss und einfach alles, was da innen ist, ist schwarz. Bausu Shamiyami, Mamiyami, Freedom City, Shamiyami, Shamiyami, Freedom Town, Shamiyami, Freedom Country, Shamiyami, Shamiyami, Agubileshe, Kati Sharmo. Die Leute dort sind gewohnt, dass TV-Sender, Nachrichten, Zeitungsredakteure, Fotografen hinkommen für ein, zwei Stunden, dann wieder fahren, ihre Bilder machen, ihre Kurzgeschichten machen und dann weg sind. Bei uns haben sie sich gefragt, hey, wieso sind die nach 3 Tagen noch immer da und wurden dann neugierig. Die Zivilisation hier und dieser Ort dort bedingen einander. Den Ort würde es ohne unsere Zivilisation und die erste Welt eigentlich nicht geben. Ich hoffe speziell, was die Flüchtlingsthematik in Europa betrifft, dass wir vielleicht auch mit dem Film ein klein wenig beitragen können zu einem Umdenken diesen Menschen gegenüber. Sie haben jedes Recht, diesen Kontinent zu verlassen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Ihr größter Wunsch war es halt einfach, weg von diesem Ort zu kommen, obwohl sie dort als Eigenmotivation hin sind, weil das der einzige Ort quasi in Ghana ist, wo sie Geld verdienen können. Aber sie wollen natürlich weg. Das sind Lebensbedingungen, die eigentlich keine Lebensbedingungen sind. Das ist ein apokalyptischer Ort. Ich kannte sowas vorher in der Art und Weise überhaupt nicht. Eine Frau wollte uns ihr Kind mitgeben. Einfach dieser Gedankengang von einer Mutter, ihr Kind, wie alt war sie, 10 Jahre altes Kind, uns mitgeben zu wollen, das ist schon herzzerreißend. Was sagt man darauf? Bewegt man sich dort auf diesem Boden irgendwo in einem Grenzbereich, wo es wirklich lebensgefährlich werden kann, wenn irgendwas passiert. Aber das sind natürlich auch Entscheidungen, die man vorab treffen muss, bevor man in so eine Produktion geht. Dieses verbleibende Restrisiko eben auf sich zu nehmen, um den... Mir hat das niemand gesagt. Jetzt ist es auch zu spät.